Hallo Fahrradwohnwagenfreunde! Dienstag, 15 Uhr. Die Vorbereitungen zum Fahrradwohnwagentreffen laufen auf vollen Touren. Nebenbei mache ich ja noch Videos. Den ganzen Tag eigentlich nichts anderes. Videos drehen. Jetzt kommen die ganzen Sachen an die Reihe, die nach Gera Wünschendorf müssen. Ja, ich fange jetzt mal hier an und zwar mit dem Lastenfahrrad. Da ist ja die Beschallungsanlage drauf, mobile Discoanlage oder wie man das benennen möchte. Einfachste Ausführung, also keine High-End-Qualität, kann ich mir nicht leisten, aber es reicht auf jeden Fall aus, um schöne Musik beim Treffen zu haben, inklusive Mikrofon für die Auslosung und so, braucht man ja ein bisschen Musik. Mikrofon und jemand, der redet, wahrscheinlich ich. Ja, jetzt muss das Ganze hier nach Gera, 45 Kilometer, und ich überlege die ganze Zeit, wie ich das mache, ob ich da jetzt mit diesem Gespann so hinfahre. Und ich habe mich auch schon entschieden, ja, ich mache das, aber ohne die Boxen, weil das ist mir zu unsicher. Das wiegt locker 300 Kilo alles zusammen. Und deswegen werde ich jetzt die Boxen hier alle raustun und das so leicht machen wie möglich. Vorher werde ich noch mit dem Auto hinfahren und ein E-Bike oder mehrere E-Bikes hinbringen, noch die ganzen Boxen und so. Alles ausladen, dann fahre ich mit dem Auto zurück. Dann werde ich wieder mit dem Lastenfahrrad hinfahren, 45 Kilometer. Das dort stehen lassen und mit dem einen E-Bike, wahrscheinlich das Big Dog von Himiway, werde ich dann wieder zurückfahren. Keine Ahnung, wann ich heute zurück sein werde. Es wird wahrscheinlich spät, aber kann ich gleich mal das Licht testen vom Big Dog. Ihr seid dabei, ihr wollt ja gerne wissen, wie das so ist mit der Vorbereitung, was man alles tun muss. Also deswegen nehme ich euch mit. Viel Spaß mit diesem Video. Das Plan Re Feldbettzelt kommt auch mit, weil es hat jemand gemietet. Naja, da ist noch Platz. Vielleicht kriege ich ja den Robotrailer noch rein. Den habe ich ja vorhin zusammengebaut. Der steht noch da hinten. Muss jeden Zentimeter hier nutzen. Nicht, dass ich da noch öfters hinherfahren muss. Hier habe ich jetzt schon sicher das Sheng Milo und das Lanky Lysi verladen. Das nehme ich mit, damit ihr das vor Ort anschauen und Probe fahren könnt. Robotrailer, wirklich geiles Teil, habe ich ja schon hochgeladen, habt ihr bestimmt schon gesehen, wenn nicht, schaut es euch mal an. Ich habe hier ein Video dazu gemacht, wie dieses Teil zusammengebaut wird. So einfach geht das. Nehme ich später mit dem Anhänger mit. Einfach zu lang, ich müsste jetzt die Deichsel abschrauben. Ganz schön groß. Sah gar nicht so groß aus, als er außerhalb vom Auto stand. Hier, das habe ich zwar noch Luft, aber das reicht nicht. Ja, wenn er unten drunter wäre, hätte es gereicht. Immer noch Luft. Naja, ist egal. Ich habe ja morgen und am Donnerstag noch Zeit, notfalls. Morgen fahre ich sowieso mehrmals hinher. Zwei, dreimal. Dann müsste das Gröbste dort sein. Ja, das Ganze dann wieder retour. Auf was habe ich mich hier eingelassen? Darf ich vorstellen, den kennt ihr vielleicht auch schon, den Thomas. Hallo, alle ja. Camperfreunde. Der Erste, der hier eingetrudelt ist. Ich bin der Chef jetzt hier. Genau, er hat nämlich eine Spezialaufgabe, er wird jetzt hier alles bewachen. Also wenn ihr jetzt auf die Idee kommen solltet, hier Unfug zu treiben, legt euch nicht mit Thomas an, er ist Security. Genau. Im Hintergrund wird alles schön gemacht. Rasen nochmal frisch gemäht und wir haben schon einen Zweiten, der hier eingetrudelt ist. Security Nummer 2. Hi. Hallo. Sag mal, wie heißt du gleich nochmal? Günther. So, hier nochmal der Günther im Tageslicht. Ich grüße dich. Hi, grüß euch. Wenn man es mal eilig hat, also hier war ja noch nie die Schranke unten. Weiter geht's. Jo, wieder zu Hause angekommen, Abendbrot gegessen und muss natürlich auch sein. Das Video, welches ich heute
gedreht habe für euch, freischalten. Monetarisierung einschalten, fertig. Werbung gucken, müssen wir was rauslöschen hier, viel zu viel Werbung drin. Ja, die zwei lassen wir noch drin. Werbeeignung, natürlich alles perfekt. Abspann hinzufügen, was nehmen wir da jetzt Schönes? Hier ist er doch, Wolfgang, Wolfgangs Eigenbau. Der hat nämlich aus dem Robotrailer einen Wohnwagen gebaut. So, während ihr jetzt das Video anschauen könnt, werde ich jetzt das Lastenfahrrad betriebsbereit machen und dann geht es nochmal nach Wünschendorf. Jetzt ist es 6:30, 6:45 fahre ich ungefähr los. Ja, ich denke, ich bin nicht vor 21 Uhr da. Aber ich bin gerade sehr motiviert und irgendwie wollte ich sowieso mal eine längere Strecke mit dem Lastenfahrrad machen. Jo, und das mache ich heute. Da habe ich morgen weniger zu tun. Kann ein bisschen, jawohl, ich habe genug zu tun. Aber wenn das heute dort steht, bin ich schon mal glücklich. Das war mein Tagesziel. Ich bin ja schon etwas aufgeregt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe jetzt hier etwas zu trinken dabei, Werkzeug. Ja, das war's. Boxen habe ich rausgebaut. Da oben, das kann ich nicht rausbauen oder es geht auch raus. Müsste ich halt rausschrauben. Ich hätte sie ja noch putzen können. Keine Zeit. Wird der Wind wegwehen. So, ich habe zwei Akkus dabei. Der ist voll, der andere auch. Hat sich wieder ausgeschalten. Naja, laut Sportmodus habe ich jetzt hier 23 Kilometer Reichweite. Sollte ja passen mit zwei Akkus, ungefähr 45 Kilometer. Ja, das ist nahezu die Höchstgeschwindigkeit dieses Fahrzeug. Und es ist jetzt schon anstrengend. Ich bin gerade mal 100 Meter gefahren und fahre im Sportmodus und hier geht es geradeaus. Aber irgendwie ist es geil, ich weiß auch nicht. Wenn man um die Kurve fährt, ist total ungewohnt. Das Fahrrad neigt sich ja nicht. Und ich denke immer, es kippt um. Naja, das ist jetzt auch so ein Härtetest, ob diese Konstruktion da hinten tauglich ist. Aber ich weiß eigentlich, sie ist zu schwer. Weil normalerweise hätte ich ja jetzt noch die Boxen drin. Einfach zu schwer. Naja, probieren wir mal die Strecke zu fahren. Oh, anstrengend. Langsam in die Kurve. Nach 300 Metern komme ich schon in Zweifeln. Ach, was soll's. So oft macht man das nicht im Leben. Und so große Berge habe ich nicht vor mir. Ja, konstant leider eine Steigung Richtung Wünschendorf. In Treusig gibt es noch mal so 10%. Das ist die einzige große Hürde, aber hier kann ich ja mit 5 km/h fahren. Sollte funktionieren. So, ich mache die Kamera erstmal aus. Ich muss erstmal eine Weile fahren. Kilometer machen. Ich versuche mir das ja die ganze Zeit schön zu reden. Zum Beispiel, dass mein Lastenfahrrad perfekt durch diese Poller durchpasst, wobei ich den auch hätte wegbauen können. Da war nämlich offen. Pollerschlüssel habe ich nicht dabei. Also ich werde so einen Muskelkater morgen haben. Das kann ich jetzt schon verraten. Ich bin jetzt gerade hier in Treusig. Jetzt kommt der steile Berg. Also der steilste von allen. Jo, ich habe noch keine 10 Kilometer hinter mir. Und die Sonne geht schon unter. Und ich fahre gerade 25. So, jetzt fahre ich bloß noch 8 km/h. Und ich tramble mich kaputt. Noch im Tourenmodus. Das ist das Schöne an dem Lastenfahrrad. Ich kann hier 200, 300 Kilo Last mit mir führen, inklusive Fahrer und Fahrrad natürlich. Also 300 Kilo ist das Maximalgewicht. Und ich komme trotzdem Steigungen 15% hoch, halt nicht schnell und doch mit viel Kraftaufwand. Aber ich kann ja hier noch auf Sportmodus schalten. Ich probiere es erstmal mit Tourmodus. Ich habe echt ein Eindauerwaffel. Das muss man mal zugeben jetzt hier an der Stelle.
Aber das ist auch ein schönes Andenken. Das macht man nur einmal im Leben, denke ich zumindest. Hab's gleich geschafft. Da vorne um die Kurve und dann ist der steile Berg vorbei. Hier war übrigens das Seifenkistenrennen letztes Jahr, als wir zum Fahrradwohnwagentreffen gefahren sind. Ich verlinke das Video vom letzten Fahrradwohnwagentreffen, die Zusammenfassung am Ende hier im Abspann. Dass die Sonne jetzt untergeht, hat den Vorteil, die Gebäude sehen so schön aus. Hier ist noch ein Schloss versteckt, gerade eingerüstet. Ja, hier ist reusig. Ich brauche ja die Navigation gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie viele Kilometer es jetzt noch sind. Ich weiß aber, dass ich jetzt auf der Landstraße fahre. Dann geht es bergab und dann bin ich auf so einer Schotterpiste. Polizei ist auch gerade mir entgegengekommen. Ob die das stört, dass ich nebenbei filme? Ich fahre ja bloß 9 km/h. Ach, macht das irgendwie Spaß. Wie gesagt, ich muss mir das ja schön reden. Schalten vergessen. Ich bin deutlich langsamer, als ich dachte. Die Sonne ist schon untergegangen. Aber ich habe ja Licht hier dran. Ich habe auch noch eine Kopflampe dabei. Ach ja, gerade habe ich mich wieder ein bisschen erholt. Da ging es ja bergab und die Bremsen haben auch gute Dienste geleistet. Also schon krass, ne? So 250 Kilo geschätzt, bergab, da musst du wirklich langsam fahren, trotz hier Hightech-Bremsen. Ich bin jetzt hier auf der Landstraße, da hat der Kai beim Fotografieren auf dem Feld, haben wir nämlich eine Pause gemacht hier, haben sie alle Fotos geschossen, sein Handy verloren. Da kann ich mich gut dran erinnern. Ich denke mal, die Autos, die sehen mich schon von Weitem. Hinter mir fährt auch wieder einer, ich habe ja hier einen Spiegel. Ich will ja den Stoneman fahren. Wenn ich das hier schon nicht schaffe, wie soll das dann mit den Stoneman werden? Ich habe den Termin immer nach hinten verschoben. Einmal krankheitsbedingt, dann jetzt wegen dem Fahrradwohnwagentreffen. Aber ich glaube im September, Mitte September, ist mein neuer Termin. Ich bin gespannt, ob ich den wahrnehmen werde. So, jetzt bin ich hier an der Stelle, wo wir erneut Halt gemacht hatten, weil Kai sein Handy suchen musste. Da gibt es auch Videoszenen in dem verlinkten Video am Ende hier im Abspann. Hier standen wir alle in Reihe und Glied. Da bin ich auch mit der Kamera vorbeigelaufen. Ja, und da ist die Landstraße, wo ich gerade hergekommen bin. So, hier vorne geht es dann rechts rum und dann wieder auf eine super tolle asphaltierte Radwegstrecke direkt bis Bad Köstritz. Dort ist dann Halbzeit. Ja, am liebsten wäre ich jetzt schon da, ehrlich gesagt. Was sagt eigentlich mein Akku? 3 Striche, wobei der dritte ist jetzt schon eine ganze Weile da. Und ja, die Reichweite hat sich jetzt wieder erhöht, weil ich jetzt viel geradeaus gefahren bin. Wobei geradeaus relativ ist. Man könnte ja meinen, die Straße ist eben. Also so eben, ja. Aber ist sie nicht. Spätestens wenn man mit so einem Fahrrad fährt, merkt man, wie schräg so eine Straße eigentlich ist, weil man permanent eigentlich schräg auf dem Sattel sitzt. Man kann das ja nicht ausgleichen. Oh, hier geht es jetzt rum. Und jetzt kommt dieser coole Asphaltweg. Wunderschön. Hätte ich jetzt die Drohne dabei, würde ich die fliegen lassen. Aber ich habe ja nicht so viel Zeit. Fehler auf der SD-Karte. Kann sein, dass meine letzte Videoszene nicht aufgenommen wurde. Also nochmal von vorn. Warum tue ich mir das hier an? Ich verrate es euch. Ich habe vor, mit diesem Lastenfahrrad eigentlich eine Wohnkabine hinten drauf zu bauen. Werde ich auch noch tun. Das war ja die ursprüngliche Idee. Ja, und ich will ja einfach mal wissen, wie fühlt sich das an, mit so einem schweren Gerät, mit 3 Rädern unterwegs zu sein. Mit einem gewissen Gewicht hinten drauf. Und ich kann euch jetzt schon sagen, schön ist anders.
Also weit fährt man damit nicht gerne. So 30 Kilometer am Tag ist okay, aber was weiter ist, macht dann einfach keinen Spaß. Ja, wir werden es noch herausfinden. Irgendwann baue ich so eine Wohnkabine drauf nach Vorbild White Pad Camper. Hoffentlich etwas leichter als das Ding da hinten. So ein Mist, SD-Kartenfehler. Mehrere Aufnahmen sind jetzt schon nicht geworden. Ich darf nicht so lange reden. Ich bin jetzt hier an der Halbzeit, da wo wir letztes Jahr die Mittagspause gemacht haben und Brian seinen Platten hatte. Ich mache die Kamera wieder an, wenn irgendwas passiert ist oder wenn ich in Wünschendorf bin. Ja, ist eh dunkel, ihr seht nichts mehr. Bis gleich. Seht ihr mich? Ich bin angekommen. Wurde hier festlich empfangen von Thomas und von Günther. Er bringt mich jetzt zurück, weil um die Uhrzeit halb elf nochmal 4 Stunden zurück oder 3 will ich nicht. So, ich melde mich dann, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin. Günther, Mensch. Hi. Ich bin ja so glücklich, dass du mich heute nach Hause gefahren hast nach der Aktion mit dem Lastenfahrrad. Also vielen Dank dafür. Gerne. Ja, gerne. Und nicht nur das. Schaut mal, er hat jetzt sogar noch eine Ladung mitgenommen von Sachen, die ich beim Treffen haben möchte. Und deswegen erspart mir Günther morgen eine Fahrt. Also ich muss nur noch 2-mal hinfahren, dann habe ich alles da. Ja, der Tag ist jetzt vorbei. Wir haben es nach 24 Uhr, 0 Uhr. Ich bin jetzt schon etwas kaputt. Ich werde jetzt wahrscheinlich ins Bett fallen. Du bist ja 45 Kilometer geradelt. Und das mit so einem 250 Kilogramm Lastenfahrrad. Ja, war auch mal eine gute Erfahrung. Naja, hast du dir alles angeschaut bei mir? Und bin beeindruckt. Ja, für ein Chaos oder wie? Ja. Ja, es rentiert sich gar nichts aufräumen. Nee, wird's ein bisschen wieder chaotisch. Ja, okay. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll, stimmt's? So ist es, das ist es. Das ist viel zu viel für mich eigentlich. Allein. Ja, weil da hast du ein Jahr zu tun. Und dann geht's wieder von vorne los. Genau. Ja, Leute, ich will euch auch nicht langweilen, ne, mit unseren oder mit meinen Problemen. Deswegen werde ich an dieser Stelle das Video beenden. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg und ciao, Günther.